warum die Bundestagsabgeordnete Frau Dr. Zoe Mayer von den Grünen den 20 Millionen Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland die 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie nicht zahlen will, verhöhnt sie mit ihrer Argumentation eigentlich unsere Rentnerinnen und Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte es ja schon in einem Video angedeutet, dass wir hier durch einen Kunden von uns, der bei verschiedenen MDBs beim Bundestag, also bei Mitgliedern des Bundestags, Abgeordneten angefragt hat, wie es denn nun mit der Zahlung der Inflationsausgleichsprämie für Rentner aussieht, eine Antwort von der Frau Dr. Zoe Mayer bekommen hat. Und ich zeige Ihnen das mal, ich zeige Ihnen noch mal ganz kurz das Bild von der Dame. So sieht sie aus, Frau Dr. Zoe Mayer von dem Bündnis 90, den Grünen. Die Dame ist am 7. August 1995 in Karlsruhe geboren. Sie hat dann Abitur gemacht und hat dann studiert, hat ein Bachelor- und Masterstudium gemacht und ist seit 2019 arbeitet sie an einem Promotionsprojekt im Bereich der energetischen Sanierung von Gebäuden am KIT und hat dann und ist schon seit vielen Jahren Mitglied der Grünen und seit kürzestem, oder ich weiß nicht, seit wann sie dann Mitglied des MdB ist, keine Ahnung, das weiß ich nicht, dann müssen Sie bitte selber nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall ist sie Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Und diese Dame hat auf eine Frage eines Kunden von uns Folgendes geschrieben, oder der Kunde hat praktisch Folgendes geschrieben an die Frau Mayer. Ich schreibe Ihnen heute, um meine Besorgnis darüber auszudrücken, dass die Inflationsprämie nur für Beamte, Pensionäre, Regierungsmitglieder und ähnliche Gruppen zugänglich ist, während Rentner davon ausgeschlossen sind. Ich bin der Meinung, dass es nicht fair ist, dass nur bestimmte Gruppen von dieser Prämie profitieren, insbesondere wenn man bedenkt, dass Rentner oft mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert sind. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Ist ja doch ganz schön viel Text. Und ich habe hier im Büro dummerweise eine zu trockene Luft, meine Damen und Herren. Und dann bedankt er sich im Voraus für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Engagement in dieser Angelegenheit. Und schreibt mir dann, sehr geehrter Herr Knöppel, hier anbei die Antwort der grünen Abgeordneten Zoe Mayer auf meine Anfrage zur Inflationsprämie für Rentner. Er hat 30 Abgeordnete angeschrieben, Resonanz so gut wie null. Bisschen eigenartig. Also da würde ich den Damen und Herren Bundestagsabgeordneten auch wirklich auf den Pinsel treten, denn die haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, den Menschen gerade in dieser brisanten Frage Rede und Antwort zu stehen. Und jetzt kommt die Antwort der Frau Dr. Mayer. Und Frau Dr. Mayer schreibt uns also sinngemäß hier in der Mail, dass ja die Tarifvertragsparteien dafür zuständig sind für die Inflationsprämie, dass es eine freiwillige Leistung von Arbeitgebern ist, dass Arbeitnehmer praktisch dann die Prämie von den Arbeitgebern bekommen und dass wohl oft so sein soll, dass Arbeitnehmer dafür keine tarifliche Lohnerhöhung bekommen. Also seien Sie mir bitte nicht böse, meine Damen und Herren. Das ist aber stimmt so nicht, was Frau Dr. Mayer da hat schreiben lassen oder vielleicht hat sie es auch gar nicht gesehen oder durchgelesen. Denn ich kenne viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die haben mit trotz, also die haben eine tarifliche Lohnerhöhung bekommen oder eine Lohnerhöhung generell bekommen plus diese Inflationsausgleichsprämie. Im Übrigen zahle ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in meiner Kanzlei auch diese Inflationsprämie monatlich in Raten. Finde ich im Grunde genommen ist auch eine gute Sache. Und zusätzlich habe ich selbstverständlich auch die Löhne und Gehälter erhöht. Also das ist im Grunde genommen stimmt so nicht ganz. Ja, das ist vielleicht trifft das auf viele zu, aber nicht auf alle. Also die Inflationsprämie ist auch keine staatliche Leistung, sondern Zahlung des Arbeitgebers. Ja, das wissen wir, die ist steuerfrei und soll ein Anreiz sein für niedrige Tarifabschlüsse, damit die hohen Lohnkosten nicht sofort wieder die Preise steigen lassen. Ja, wir haben dieses Jahr 2023 sehr hohe Lohnabschlüsse und deswegen steigt auch deshalb die Inflation. Da scheint was dran zu sein. Aber die Tarifeinigung wurde dann auch auf Beamte übertragen. Da hat die Frau Dr. Mayer absolut recht. Das ist also nichts, was strittig ist. Ich kann das hier nochmal darlegen hier. Und die auch natürlich auf die Ruhegehälter pensionierter Beamter. Und die sind ja dann
quasi mit an den Beamten, also an diesen Erhöhungen durch den Tarifvertrag, dann mit gekoppelt. Und wir haben ja das Tarifabschluss- oder Ausgleichsgesetz oder Tarifübernahmegesetz, was ja sozusagen so ein bisschen still und heimlich vor der Sommerpause durch die Bundesregierung als Entwurf bestätigt worden ist. Und das soll ja im Bundestag dann noch beraten werden. Ja, und jetzt kommt sie aber mit der Begründung, warum denn die gesetzlichen Rentner diese Prämien nicht bekommen sollen. Und das ist schon ein bisschen interessant. Und da bin ich dann wirklich mal auf Ihre Meinung gespannt, was Sie dazu sagen. Und zwar sagt sie, die gesetzlichen Renten wurden nach den Vorgaben auch 2023 regulär erhöht. Ja, gibt es ja einen Rhythmus. Wenn die Löhne steigen, steigen auch die Renten. So ist die Logik. Die Erhöhung orientiert sich wie immer an der Entwicklung der Löhne, wie ich es Ihnen gesagt habe. So, diese Erhöhung fällt fast immer deutlich höher aus als die Inflationsrate. Da würde ich mal vorsichtig sein. Das ist so nicht ganz korrekt, meine Damen und Herren. Denn dieses Jahr ist sie ausnahmsweise etwas geringer. Dafür wird sie aber in den Folgejahren deutlich höher liegen. Dieses Jahr ist die Rentenerhöhung ausnahmsweise etwas geringer. Also liegt die Rentenerhöhung ausnahmsweise unterhalb der Inflationsrate. Ja, die Inflationsrate ist ja schon seit 2022 extrem gestiegen und hat ja schon im Jahr 2022 nicht dazu geführt, dass die Rentenerhöhung hier die Inflationsrate mal halbwegs kompensiert. Sie wird auch in den Folgejahren wieder deutlich höher liegen. Ja, Frau Dr. Meyer, woher wissen Sie das eigentlich? Können Sie in die Glaskugel schauen? Wissen Sie, wie hoch in den Folgejahren die Inflationsraten sind? Werden die Raten höher sein als die Rentenerhöhungen? Wird es überhaupt hohe Rentenerhöhungen geben? Weiß ich das? Woher weiß ich das? Ich weiß das nicht. Es ist zu vermuten, dass wir 2024 eine Rentenerhöhung haben werden. Aber wie hoch die ausfallen wird, wissen wir nicht. Wir hoffen sehr hoch. Dieser Mechanismus ist für die Rentnerinnen insgesamt deutlich vorteilhafter als eine Kopplung an die Inflationsrate, die Inflationsprämie und jetzt kommt als Kompensation für in diesem Jahr ausgebliebene Erhöhungen kann man auf Renten also nicht übertragen, sonst hätte man dieses Jahr ja auf Rentenerhöhungen verzichten müssen. Dadurch würden die Renten dauerhaft niedriger liegen und schon im kommenden Jahr hätten die Rentnerinnen dann unterm Strich weniger in der Tasche, als wenn man statt der Prämien den regulären Erhöhungsmechanismus beibehält. Das ist die Aussage, die Begründung dafür, warum Frau Dr. Zoe Meyer Millionen Rentnerinnen und Rentnern die Rentenerhöhung nicht zahlen will. Also, dass hier was nicht stimmen kann, liegt für mich auf der Hand. Frau Meyer vergleicht Äpfel mit Birnen. Und jetzt möchte ich bitte nochmal in die Vergangenheit schauen. Was wir letztes Jahr hatten. Wir hatten letztes Jahr die Energieprämie. Können Sie sich noch erinnern? 300 Euro. Als erstes waren die Arbeitnehmer dran. Dann im gleichen Atemzuge Beamte. Dann gab es einen riesen Aufschrei in der Bevölkerung. Da haben alle gesagt, wie kann das eigentlich sein, dass Rentner die nicht bekommen? So. Dann hat sich der Gesetzgeber durchgerungen, 6 Milliarden Euro. Und hat gesagt, Rentnerinnen und Rentner und auch Versorgungsberechtigte bekommen die 300 Euro. Da haben wir alle in einem Boot gesessen. Diese 300 Euro waren aber nicht steuerfrei. Sie sind steuerpflichtig. Sie werden also sozusagen mit versteuert in Lohn und Gehalt. Bei der derzeitigen Inflationsprämie, die als Ausgleichsprämie sagt, die ist steuer- und abgabenfrei, meine Damen und Herren. Das heißt also, jeder, der diese Inflationsausgleichsprämie bekommt die steuerfrei. Beamte bekommen die steuerfrei, Pensionäre bekommen die steuerfrei. Wenn das Tarifübernahmegesetz dann kommt, und das wird kommen, bin ich mir ganz sicher. Ja. Aber die Rentenerhöhungen der Rentnerinnen und Rentner, die sind doch nicht steuerfrei, meine Damen und Herren. Das ist doch keine steuerfreie Leistung. Renten werden versteuert. Ein Großteil der deutschen Rentnerinnen und Rentner versteuert ihre Renten und muss auch bei Rentenerhöhungen weiter versteuern oder auch erstmals versteuern. Nämlich das verschweigt unsere liebe Frau Dr. Zoe Meyer hier. Und deshalb bin ich der Meinung, kann das so nicht sein. Und es ist auch eine Gerechtigkeitsfrage. Die Gerechtigkeitsfrage heißt ja, warum bekommen Pensionäre diese Prämie? Im Übrigen schon im September, Oktober 1240 Euro, das erste Mal.
Und warum bekommen Rentner die nicht? Haben Rentner kein Inflationsproblem oder haben das nur Pensionäre? Und im Übrigen, Frau Dr. Meyer, nur mal, dass Sie es gehört haben, denn das haben Sie uns nämlich ja auch verschwiegen. Deutsche Pensionäre, also Verbeamtete, Menschen, die verbeamtet sind und die jetzt im Ruhestand sind, Versorgungsempfänger sind vom Staat, die haben keinen einzigen Pfennig in ihre eigene Versorgung eingezahlt, die haben die also nicht finanziert. Punkt 1. Punkt 2. Deren Versorgungsbezüge liegen im Schnitt doppelt so hoch wie gesetzliche Renten, meine Damen und Herren. Ja, also wenn man sich mal den Durchschnitt der gesetzlichen Renten anschaut und den Durchschnitt der Pensionen, die in Deutschland gezahlt werden, da wird einem Himmel Angst und Bange. Das heißt also, Rentnerinnen und Rentner haben genauso den gleichen Anspruch auf eine Inflationsausgleichsprämie wie die Pensionäre. Und ich sage es Ihnen ganz klar und deutlich, meine Damen und Herren, ich gönne es den Pensionären. Warum nicht? Denn die haben ja das Inflationsproblem auch. Nur, ich habe ein Problem mit solchen Argumentationen. Meine Damen und Herren, ich finde schon, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir hier nochmal richtig Druck machen bei allen Bundestagsabgeordneten. Schreiben Sie die bitte an, sagen Sie denen, dass es so nicht geht. Es gibt Gott sei Dank auch andere Meinungen. Und ich zeige Ihnen nochmal eine kurze Mail-Antwort einer CDU-Abgeordneten, Frau Tillmann. Die hat hier schon gesagt, dass sie im vergangenen Jahr auf Ungerechtigkeiten hingewiesen hat. Und wörtlich heißt es, ich kann Ihren Unmut gut verstehen und habe die Ungerechtigkeiten im Zusammenhang mit der steuerfreien Inflationsprämie bereits während des Gesetzgebungsverfahrens im vergangenen Jahr am Beispiel einer Bäckereifachverkäuferin kritisiert. Hier der Auszug aus meiner Rede und da hat sie das dann schon mal dargestellt. Und zum Schluss schreibt sie, dass es nun zu solchen Ungerechtigkeiten und einer Ungleichbehandlung von Rentnerinnen und Rentnern und Pensionären durch die Ampelkoalition kommt, ist mehr als bedauerlich und war von Anfang an absehbar. Meine Damen und Herren, ich habe da so eine Idee, wo man das Geld für die Inflationsausgleichsprämie herkriegen. Das ist mir so in den Kopf gekommen, als ich dort eine Information von unserem Wirtschaftsminister Herrn Habeck gehört habe. Herr Habeck hat ja durch den Bundesfinanzminister einen Sonderfonds für die Energiepreispauschalen bereitgestellt bekommen. Sage und schreibe 200 Milliarden Euro. Und von diesen 200 Milliarden Euro sind gerade einmal 18 Milliarden Euro ausgezahlt worden an Betriebe und wen auch immer für die Energiepreispauschalen. Oder als Ausgleich sozusagen dann an entsprechende Verbraucher. Meine Damen und Herren, das heißt also, von den 200 Milliarden Euro sind noch weit über 150, 160 Milliarden Euro übrig. Und wenn wir 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner mal 3.000 Euro nehmen, dann haben wir 60 Milliarden Euro, 60 Milliarden Euro. Das heißt also, genau dort in diesem Fonds, das Geld ist schon ausgebucht, es wird abgerufen, das Geld. Ja, dann ruft es doch einfach ab. Der Finanzminister hat es doch schon ausgebucht. Es ist weg, meine Damen und Herren. Dort liegen diese 60 Milliarden Euro und wir können dort diese 60 Milliarden Euro für unsere Rentnerinnen und Rentner sozusagen sensationell schnell abrufen. Da gibt es gar kein Problem. Wir brauchen das nur um, wir müssen das nur umwidmen. Da musste also der gesetzgeberische Wille da sein. Da wird das umgewidmet und dann landet die Kohle in den Taschen unserer Rentnerinnen und Rentner. Und die werden es dem Konsum sozusagen wieder zuführen. Da brauchen Sie mal keine Sorge zu haben. Rentnerinnen und Rentner freuen sich auch, wenn sie mal was ausgeben können. Also, meine Damen und Herren von der Politik und alle, die dieses Video jetzt hier hören und sehen, das Geld, die 60 Milliarden Euro für die 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie, die sind da. Und zwar aus dem Sonderfonds für die nicht abgerufene Energiepreisbremse, für die Kosten dort. Dort ist das Geld drin und da kann man es abrufen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich bin wirklich darauf gespannt, was Sie zu dem, was Frau Dr. Zoe hier zum Besten gegeben hat, in Ihren Kommentaren schreiben. Ja, ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.